Hey Leute und liebe Grüße aus Tallinn, der Hauptstadt Estlands, wo ich die letzten 5 Tage verbringen durfte. Und ich fand es echt super cool in dieser schönen Stadt. Und darum dachte ich mir, ich mache einfach mal eine kurze Zusammenfassung. Vielleicht interessiert es dann den einen oder anderen von euch, wo ich euch vorstelle, wie man überhaupt nach Tallinn kommt, wo man am besten schläft, was man sich auf jeden Fall anschauen muss, welche Kosten man in Tallinn erwarten kann. Also ich habe alle meine Kosten zusammengefasst. Und dann werde ich euch zum Schluss noch ein paar Tipps geben, wie ihr vielleicht noch ein bisschen sparen könnt, was ihr auf jeden Fall machen müsst und so weiter. Und ich würde sagen, lass uns direkt anfangen. Und der erste Punkt ist, wie kommt man denn überhaupt nach Tallinn? Und da gibt es eigentlich 4 bzw. 5 Punkte. Und der erste Punkt ist natürlich mit dem Auto. Man könnte mit dem Auto fahren. Das dauert aber ziemlich lange von Deutschland. Aber es geht auf jeden Fall jetzt in der Pandemie vielleicht nicht unbedingt so einfach wie sonst, weil man ziemlich viele Einreisebeschränkungen beachten muss auf dem Weg. Aber sonst ist das auch eine Option auf jeden Fall, wenn man ein bisschen Zeit hat. Und dann kann man natürlich auch mit dem Bus nach Tallinn fahren. Man steigt dann in Warschau um, wenn man mit dem Flixbus fährt. Ist auch eine coole Option, sehr umweltschonend. Und ja, dann gibt es noch die Option Bahn. Man kann tatsächlich auch mit der Bahn nach Tallinn fahren. Soll sehr cool sein, geht momentan aber leider nicht wegen der Pandemie. Keine Ahnung, wann das wieder gehen wird. Ich habe nur gehört, dass das eine schöne Strecke sein soll. Und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, ein bisschen was für die Umwelt tun wollt, ist das auf jeden Fall auch eine Option. Und dann gibt es natürlich auch Flieger, die tatsächlich auch leider Gottes die günstigste Möglichkeit sind, um nach Tallinn zu kommen. Tallinn hat einen sehr zentralen Flughafen. Wenn man dort gelandet ist, kann man die S-Bahn nehmen, die Tram heißt das hier, und ist wirklich in 10 Minuten in der Altstadt. Es geht super schnell und ja, ist einfach am günstigsten. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, nach Tallinn zu kommen. Und das ist eigentlich die coolste, die ich selber am liebsten gemacht hätte. Aber momentan auch ein bisschen schwierig wegen der Pandemie. Nämlich kann man eigentlich mit der Fähre von Travemünde in Deutschland nach Helsinki fahren, dort einmal umsteigen und nach Tallinn fahren. Stelle ich mir super cool vor. Man verbringt etwa 34 Stunden auf der Fähre. Ist bestimmt ein richtig cooles Ereignis, Erlebnis, aber leider auch die teuerste von den Möglichkeiten. Und momentan ging es halt leider nicht, aber sollte ich nochmal nach Tallinn kommen und in einem halben Jahr, wenn wir die Pandemie dann hoffentlich endlich besiegt haben, sollte das funktionieren, dann mache ich es vielleicht mit der Fähre, ist bestimmt ein cooles Erlebnis. Und ja, wo schläft man am besten in Tallinn? Und Tallinn ist nicht so groß, also Tallinn ist eine kleine Hauptstadt mit 420.000, 430.000 Einwohnern. Und es ist alles sehr kompakt, also es ist fast egal, wo ihr schlaft, denn einmal ist alles sehr gut zu Fuß zu erreichen. Es gibt eine sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung, also Busse, die Tram, was hier die S-Bahn ist. Ihr könnt auch mit Uber fahren, mit Bolt, das ist quasi wie Uber, das gibt es hier auch. Und alles davon ist günstig. Für die S-Bahn zahlt ihr meistens nur, also für die Tram 1 Euro oder 1,50 Euro, genauso wie für den Bus. Und selbst Uber kostet meistens nur 2-3 Euro für eine Strecke, also sehr, sehr günstig. Aber wo sollte man am besten schlafen, wenn man sich komplett frei aussuchen kann? Das ist natürlich mitten in der Altstadt. Ist aber auch am teuersten zu schlafen, aber ihr geht raus und seid mitten in der Altstadt, was sehr cool ist. Ich selber wohne nicht mitten in der Altstadt momentan, sondern ich wohne im Rottermann-Distrikt. Das ist eine alte Industriezone, die umgebaut wurde und momentan eine sehr hippe Zone wird. Und von hier aus kann ich halt in 5 Minuten in die Altstadt laufen. Hat sich einfach so angeboten, weil es günstiger war und weil ich hier mein Airbnb gefunden habe. Und da komme ich auch noch zu einmal. Es gibt einen Punkt, und zwar ist Essen gehen in Estland und vor allem in Tallinn sehr teuer. Darum habe ich mich entschieden, dass ich was mit Küche nehme, damit ich ein bisschen Geld sparen kann. Das vielleicht mal an der Stelle. Genau. Und was macht man am besten in Tallinn? Also es gibt wirklich eine Menge Dinge, die ihr in Tallinn machen könnt. Guckt am besten auch einfach mal bei Google, gibt ein Tallinn Sehenswürdigkeiten oder was sollte ich in Tallinn machen. Da findet ihr eine Menge, so habe ich es natürlich auch gemacht. Aber was waren meine Highlights? Und das waren 4-5 Punkte, die ich jetzt einfach mal nennen möchte. Und das super Highlight eigentlich war Kiek in de Kuuk. Und das habe ich vorher gar nicht im Internet gefunden. So, es war irgendwie auf keiner Liste, die ich da gesehen habe. Aber Kiek in de Kuuk, was übrigens Plattdeutsch oder Altdeutsch ist und Guck in die Küche oder so heißt, war mein Highlight in Tallinn. Und zwar ist Kiek in de Kuuk eine alte Befestigungsmauer mit Befestigungstürmen und einem unterirdischen Tunnelsystem, was 300, 400 Meter lang ist. Auf jeden Fall sehr cool, das war mein Highlight, weil man da rein konnte, da war ein Museum drin. Man konnte da oben auf den Türmen rumspazieren, jetzt verschlägt es mir schon wieder die Sprache. Man konnte in dieses Tunnelsystem, was wirklich eine sehr große Geschichte hatte, und ich habe in diesem Museum, in diesem Tunnel auf den Türmen so viel über die Geschichte Estlands und Tallinns gelernt, über die ganzen Kriege und so weiter. Also wirklich sehr, sehr interessant. Kiek in de Kuuk.
Cooler Name, cooles Programm. Da solltet ihr auf jeden Fall hingehen. Es war auch gar nicht so teuer. Ich erinnere mich nicht ganz, aber um die 10 €. Es ging auf jeden Fall. Und ja, ansonsten natürlich der Fernsehturm. Auch sehr berühmt in Thalinn. Der liegt leider ein bisschen außerhalb. Also, was heißt leider? Aber da müsst ihr am besten Uber nehmen. Das ist so eine Viertelstunde Fahrt von der Innenstadt. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Der Fernsehturm ist das höchste Gebäude in Thalinn. Und man hat einen echt coolen Ausblick von da oben. Und wenn ihr zur richtigen Zeit dort seid, im Sommer, also vom Frühjahr bis Herbst, kann man auf diesem Turm Edgewalking machen. Das heißt, man geht raus auf diese Plattform, ist gesichert mit einer Weste und einem Seil und man kann sich tatsächlich auf die Kante von diesem Turm setzen, auf 314 Meter Höhe oder so. Sehr cooles Ereignis, konnte ich leider nicht machen, weil ich im Winter hier bin, wie ihr seht, aber das kann ich nur empfehlen. Und ja, was ansonsten? Natürlich durch die Altstadt schlendern in Thalinn. Thalinn ist berühmt für seine Altstadt und die ist wirklich wunderschön. Ich habe selten so eine schöne Altstadt gesehen. Also nehmt euch wirklich Zeit, schlendert ein bisschen durch Thalinn, durch die Altstadt. Wunderschön, auf jeden Fall auch der Rathausplatz, wenn ihr in die Altstadt geht. Am besten zum Rathausplatz erst, das ist so der zentralste Punkt und von dort könnt ihr einmal rumgehen. Ist sehr cool gewesen. Und ja, was gibt es sonst noch? Telleskivi, das ist die Creative City hier in Thalinn, quasi der Distrikt, wo sich die Künstler niedergelassen haben, wo es ganz viele Vintage-Shops gibt, Märkte, wo alte Busse und alte Trams, also S-Bahnen, zu Cafés umgebaut wurden. Also ein sehr kreativer Block, wo ich es sehr cool fand. Also da müsst ihr eigentlich auf jeden Fall auch hin. Und dann gibt es noch ein kleines Highlight, was ich hatte, und das war das Katharinenthal-Schloss. Das ist auch ein bisschen außerhalb, so 4-5 Minuten mit dem Uber, vielleicht 7-8 eher. Ist aber ein wunderschönes Schloss mit einer tollen Anlage drumherum. Also, wenn ihr auf sowas steht, guckt da auf jeden Fall vorbei, schlendert vorbei. Und eine Sache noch, die ich leider nicht geschafft habe, aber die super cool sein soll, und das ist der Botanische Garten, der sich auf jeden Fall lohnen soll. Und der ist neben dem Fernsehturm. Also, das könnt ihr ganz gut verbinden. Da kann man auch zusammen Tickets kaufen, soweit ich weiß. Also, wenn ihr zum Fernsehturm fahrt, fahrt am besten auch zum Botanischen Garten. Und ja, ich würde sagen, lass uns erstmal zu den Kosten kommen. Was hat der ganze Spaß gekostet für 5 Tage? Und dann abschließend gebe ich euch noch ein paar Tipps, wie ihr Geld sparen könnt und so weiter. Und ja, aber erstmal zu den Kosten. Und zwar habe ich das in ein paar Kategorien unterteilt, nämlich einmal Unterkunft, Einkaufen, also Lebensmittel und so weiter, Restaurants, Flüge, Fortbewegung und Unterhaltung. Und bezahlt habe ich für die Unterkünfte 186 € insgesamt, das sind 37,20 €, also für die gesamte Zeit im Durchschnitt. Es geht viel teurer in Thalinn, es geht aber auch viel günstiger. Also wenn ihr Low Budget reist, so wie ich es eigentlich auch mache, könnt ihr natürlich in ein Hostel, das kriegt ihr für 4, 5 Tage schon für 40 €, super günstig. Mir war es nur diesmal wichtig, dass ich halt wirklich einen Platz habe, wo ich in Ruhe arbeiten kann, weil ich sehr viel erledigen musste die letzten Tage. Darum habe ich ein bisschen mehr gezahlt. Aber es geht günstiger, es geht aber auch natürlich teurer. Man kann in 4-5-Sterne-Hotels schlafen in der Altstadt. Da zahlt ihr auch locker mal 100 € die Nacht. Aber ja, ich bin hier ganz zufrieden in meinem Airbnb. Und dann für Einkaufen. Für Einkaufen habe ich bezahlt insgesamt 28 €. Das sind durchschnittlich 5,60 € pro Tag. Und ich habe den Großteil wirklich gekocht hier, mir morgens Porridge gemacht, Mandarinen und Äpfel gegessen. Und ja, also eigentlich ganz günstig einzukaufen hier, fand ich. Vor allem habe ich mir das Essen liefern lassen aus dem Supermarkt. Und die Liefergebühr war immer nur 1 € oder so, also sehr günstig. Dann für Restaurants und ich war nur zweimal essen oder eineinhalb Mal essen. Einmal war ich im Restaurant und einmal habe ich mir schnell eine Pizza liefern lassen. Und dafür habe ich schon 36,50 € bezahlt. Also sehr, sehr teuer für zweimal oder eineinhalb Mal essen gehen. Essen geht sogar, eine Pizza kostet hier so zwischen 12 und 15 €. Ist teuer, es wäre sogar teuer für Deutschland. Was das Problem hier ist, ist, dass Getränke super teuer sind in Restaurants. Ein stilles Wasser hat in dem Restaurant, wo ich war, 5 € gekostet. Ein heißer Kakao dann 6. Darum habe ich mich für eine heiße Schokolade entschieden. Also es ist wirklich sehr, sehr teuer. Unverhältnismäßig für Osteuropa auf jeden Fall. Aber naja, was ist mit den Flügen gewesen? Ich bin geflogen leider. Es ging ja leider nicht wirklich anders. Und da habe ich hin und zurück 128 € bezahlt. Also es war eigentlich sehr, sehr günstig. Es geht aber auch noch viel günstiger. Ich hatte vor einem Monat schon geschaut, da hätte ich nur 40 bezahlt. Ich habe aber viel zu spät gebucht. Aber naja, es ist immer noch sehr günstig, wenn man das bedenkt, was man da für eine Strecke hinter sich bringt. Und für Fortbewegung in der Stadt, und wie gesagt, es ist sehr günstig hier, habe ich insgesamt 23,50 € bezahlt. Und ich bin bestimmt 5, 6 Mal Uber gefahren, 4, 5 Mal mit dem Bus oder mit der Tram gefahren. Und das ist halt sehr günstig. Also 4,70 € pro Tag sind das ungefähr. Und für Unterhaltung habe ich insgesamt
21 Euro ausgegeben. Das sind 4,20 € pro Tag. Das für den Fernsehturm, für Kiek in de Kuik und alle möglichen Attraktionen. Die Kirchen und so kosten auch immer ein bisschen Eintritt. Also auch das war ganz günstig. Und das macht insgesamt für die 5 Tage in Tallinn, all inclusive, mit Essen, mit Flügen, mit Unterkunft, habe ich 423 € bezahlt für mich alleine. Das sind 84,60 € pro Tag, damit ihr mal so ein kleines Tagesbudget habt. Also roundabout 85 €. Ich denke, man kann hier noch sehr viel günstiger leben, wenn man halt mehr Low Budget macht im Hostel und so weiter. Aber man kann ja auch sehr, sehr viel mehr Geld ausgeben. Und ja, kommen wir zum letzten Punkt und das sind noch ein paar Tipps, die ich euch an dieser Stelle geben möchte. Und zwar einmal, wenn ihr wirklich eine Menge Attraktionen hier machen wollt, wenn ihr Kiek in de Kuik machen wollt, den Fernsehturm, den Botanischen Garten, alle Kirchen beobachten wollt und besichtigen wollt, dann gibt es etwas, was sich Tallinn-Card nennt. Und da kommt ihr überall in diese Attraktionen mit rein. Ihr könnt damit sogar Bus fahren und so weiter. Also es lohnt sich, wenn ihr eine Menge sehen wollt. Und es gibt verschiedene Karten, die für 72 Stunden, also wenn ihr 3 Tage hier seid, kostet 62 €. Könnt ihr 3 Tage alles machen, worauf ihr Lust habt. Ihr könnt auch öfter mal in eine Sache reingehen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Das sei an dieser Stelle gesagt. Manche Leute können damit bestimmt eine Menge Geld sparen. Und dann ist ein kleiner Tipp von mir, holt euch was mit Küche, wenn es möglich ist. Also wenn ihr sparen wollt, wenn ihr einfach nur 3, 4 Tage komplett entspannen wollt, dann nicht. Aber wenn ihr ein bisschen aufs Geld achten müsst, dann holt euch was mit Küche oder holt euch ein Hostel mit Küche, weil Lebensmittel sind super günstig im Supermarkt, aber Restaurants sind halt sehr, sehr teuer und so könnt ihr nochmal eine Menge Geld sparen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, wenn ihr noch super viel Geld sparen wollt, geht in ein Hostel, da findet ihr was für 5, 6 € die Nacht. Und das waren alle Punkte, das waren die Tipps, die ich für euch hatte. Ich hoffe, ihr konntet was Gutes daraus mitnehmen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert, dann könnt ihr auch bei den nächsten Videos dabei sein und mit mir um die Welt reisen. Das wäre auf jeden Fall cool. Ich würde mich freuen. Und ansonsten würde ich sagen, euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao.